ich bin Katharina und ich möchte euch heute zeigen, wie man Plätzchen mit Fondant dekoriert. Dazu werden wir den Fondant einmal schablonieren und einmal prägen. Ich habe hier bereits alles aufbereitet, was man braucht, um die Plätzchen zu backen. Wir fangen an und backen hier solche Schmetterlinge. Gut dafür ist, wenn man Teigstäbe hat. Die Teigstäbe hier sind 5 mm dick, die helfen einem dann dabei, den Teig besonders gleichmäßig auszurollen. Außerdem habe ich hier eine Anti-Haft- und Backmatte, auf der können wir die Plätzchen einmal ausstechen. Gut ist, dass das Ganze, also der Teig hier nicht so doll drauf klebt und dass wir dann auch später den Teig so darauf backen können. Und auch wichtig ist noch so ein Ausrollstab. Ich habe hier extra einen großen genommen, der hat nämlich die perfekte Größe, damit er auf den Teigstäben jeden Teig erwischt. So, dann fangen wir jetzt schon mal an. Wir rollen hier einmal ganz grob nur den Teig aus. Dabei sehen wir auch schon das Problem, das man ganz oft mit Plätzchenteig hat, nämlich, dass das Ganze an dem Ausrollholz oder auch an dem Nudelholz später klebt. Dafür haben wir jetzt hier einen Trick. Wir haben nämlich eine zweite Matte. Die legen wir hier einfach drüber. Durch die Ausrollstäbe hier können wir ganz einfach ausrollen, dass wir den Teig also gar nicht unbedingt sehen müssen und können so gleichmäßig und gut den Teig hier verteilen, ohne dass irgendwas kleben bleibt. Wenn wir dann fertig sind, können wir die obere Matte einfach abziehen. Und haben hier jetzt wunderbar gleichmäßig ausgerollten Teig. Dann können wir auch schon hier mit dem Ausstechen anfangen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel sehr filigrane Schmetterlinge. Gut ist es immer, wenn man die vorher so ein bisschen bemehlt und dann einfach in den Teig reindrückt. Ich mache das jetzt noch, dadurch, dass wir hier drei verschiedene Ausstecher haben und die sehr filigran sind, dass ich die anderen auch schon mal reindrücke und dann entsprechend im Teig drinnen lasse. Und dann hier einmal grob beim Teig sozusagen langschneiden und dann den Ausstecher festhalten und einfach hier dran lang gehen. So kann man viel einfacher die Reste wegnehmen, ohne dass man irgendwie nachher noch den Schmetterling demoliert. Wenn man jetzt hier ganz filigrane Ecken hat, dann kann man da auch sehr gut mit einem kleinen Zahnstocher einfach einmal dran lang gehen und das Ganze lösen. So kommt man auch nachher noch in die kleinsten Winkel rein. Jetzt können wir die Ausstecher ganz einfach entfernen. Dadurch, dass wir sie vorher eingemehlt haben, bleibt auch nichts kleben. Und so hat man wunderbare Schmetterlinge, die noch gut in Form sind. Und das machen wir jetzt einfach mit dem ganzen Teig. Wenn wir dann fertig sind mit dem Ausstechen, nehmen wir einfach die ganze Matte. Und da sieht man auch den Vorteil, dass man das wirklich da drauf gemacht hat. Denn anstatt die Schmetterlinge jetzt einzeln bewegen zu müssen, packen wir es einfach hier aufs Backblech. So, die Plätzchen backen wir jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 10 Minuten im Ofen. So, wenn die Plätzchen dann fertig gebacken und ausgekühlt sind, können wir anfangen, sie zu dekorieren. Dazu brauchen wir erstmal Fondant. Ich habe hier das Rollfondant von RBV Birkmann. Man muss bei dem Fondant besonders aufpassen, dass man wirklich gutes Fondant hat, denn ansonsten kann es sein, dass es schnell reißt und schmeckt dann vielleicht nachher auch einfach nicht so gut. Zur Verarbeitung von Fondant sollte man unbedingt so eine Anti-Haft-Ausrollmatte benutzen. Die ist aus Silikon, damit das Fondant auf keinen Fall kleben bleibt. Und hier haben wir noch einen kleinen Anti-Haft-Ausrollstab, auch damit das Fondant später nicht reißt, wenn wir es ausrollen. So, jetzt können wir hier einfach anfangen, das Fondant dünn auszurollen. Wir möchten jetzt erst einmal unsere Schmetterlinge dekorieren. Dazu nehmen wir hier einfach so einen fertig gebackenen und nehmen eine Prägefolie. Diese Prägefolien gibt es im Set mit den Schmetterlingen mit dabei. Wir haben hier einmal eine, wo die
einzelne Formen direkt drauf sind und eine All-Over-Schablone, wo einfach so ein Blumenmuster drauf ist. Jetzt kann man sich überlegen, ob man gerne möchte, dass die Prägung nach innen geht oder nach außen geht. Je nachdem sollte man einfach die Schablone auflegen. Die drückt man jetzt hier einfach drauf, rollt noch einmal drüber, nimmt das dann einfach weg. Wie man sieht, hat man so eine wunderschöne Prägung. Hier kann man dann einfach den Ausstecher nehmen, den man auch für die Plätzchen benutzt hat, und sticht das einfach aus. Den Rest von Dorn nimmt man weg. Nimmt man sein Plätzchen, streicht die Oberseite mit ein bisschen Icing ein. Icing ist einfach eine Eiweiß-Spritzglasur, die dient so ein bisschen als Kleber. Das Icing kann man zum Beispiel auch mit Zitronensaft anrühren, dann schmeckt das auch noch nach ein bisschen was. Kommt jetzt einfach die ganz dünne Schicht drauf. Dann nimmt man vorsichtig sein Fondant und legt das einfach hier drauf. Und schon hat man ein richtig schön dekoriertes Plätzchen. Genauso einfach wie das Prägen funktioniert eigentlich auch das Schablonieren. Ich habe hier dafür einmal das Schablonenset für Gebäck von RBV Birkmann. Das beinhaltet einen Ausstecher und 6 Schablonen. Die Kekse habe ich mit dem Ausstecher bereits ausgestochen und gebacken, sodass wir sie hier jetzt fertig haben. Und die Schablonen liegen auch schon bereit. Wir brauchen jetzt erstmal genauso wie eben Fondant, dass wir ganz einfach ausrollen. Jetzt legen wir unsere Schablone einfach auf, nehmen ein wenig Icing, streichen dann mit unserem Deko-Stylist einfach über die Schablone rüber. Wenn wir alles eingestrichen haben, können wir die Schablone einfach vorsichtig hochheben und haben so ein wunderschönes Motiv auf dem Fondant drauf. Jetzt nehmen wir ganz einfach unseren Ausstecher, setzen ihn mittig um das Motiv und drücken runter. Den Rest können wir hier schon mal abnehmen. So, unser Plätzchen streichen wir wieder mit ein bisschen Icing ein. Nehmen dann vorsichtig die Fondantplatte hoch. Legen sie einfach hier auf das Plätzchen. Natürlich kann man nicht nur den Fondant schablonieren, man kann auch einfach das Plätzchen ohne Fondant da drauf schablonieren. Je nachdem, wie man das halt gerne möchte. Solche wunderschönen Plätzchen eignen sich natürlich hervorragend dafür, um sie an Freunde zu verschenken. Dafür kann man zum Beispiel Mini-Zellglasbeutel nehmen, indem man die Plätzchen einzeln verpackt. Auch hervorragend eignen sich solche Geschenkschachteln, in die man gleich mehrere Plätzchen packen kann. Für zu Hause sollte man die Plätzchen unbedingt in solchen Gebäckdosen aufbewahren. Zwischen den einzelnen Schichten sollte man dann aber auf jeden Fall Backpapier legen, damit das Icing nicht beschädigt wird. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet auch ein bisschen was lernen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Eure Katharina.